Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Es gibt spannende Neuigkeiten an alle PvP-Spieler in The Burning Crusade Classic. Und zwar gibt es einen neuen Blue Post von Blizzard, wo angekündigt wurde, dass wir jetzt quasi Same Faction Battlegrounds bekommen werden für eine Woche. Ist quasi nur ein Test, ja, also nicht direkt auf die Barrikaden gehen, mal schauen. Auf jeden Fall steht hier in dem Blue Post drin, dass sich Blizzard in den vergangenen Wochen natürlich das Feedback der Leute zu Herzen genommen hat. Gerade viele Horler haben sich beschwert, dass sie einfach stundenlang warten, um in ein BG reinzukommen. Und ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Wir reden aber gleich nochmal über die Folgen von dieser eventuellen Änderung. Und man hat über verschiedene Möglichkeiten nachgedacht, wie man dieses Problem lösen könnte. Und ja, man hat sich quasi dafür entschieden, dass ihr quasi jetzt, wenn ihr für ein Schlachtfeld anmeldet, als Hordler auch gegen ein Horde-Team reinkommen könnt. Oder eben quasi, wenn ihr als Allianzler anmeldet, auch gegen ein Ally-Team. Ja, ab heute, Freitag, den 2. Juli, wird diese Funktion quasi freigeschaltet für eine Woche. Und ihr meldet einfach ganz normal im BG an. Und es wird zuerst versucht, ein Match gegen die andere Fraktion für euch zu finden. Das heißt, wenn ihr als Ally anmeldet, weil es ja sehr, sehr viele Horde-Spieler gibt und sehr viele Horde-Gruppen, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr, sehr hoch, dass ihr wahrscheinlich gegen ein Horde-Team reinkommt. Von daher wird diese Änderung wahrscheinlich im BG, vom BG-Feeling her, vor allem die Horde treffen. Es gibt einfach sehr viele Horde-Spieler und deswegen wird die Horde jetzt sehr oft gegen die Horde im BG spielen. Also man wird ja gegen seine eigene Fraktion im BG kämpfen. Das ist sicherlich ja, ein bisschen ungewohnt für den einen oder anderen. Genau, dann wird quasi gesagt, wenn, wie gesagt, kein Gegner der anderen Fraktion gefunden wird, wird man halt eben gegen die eigene Fraktion reinkommen. Die Ehre bleibt genauso wie vorher. Das finde ich ein bisschen schade an der Stelle. Ich hätte mir auch eine leichte Erhöhung von der Ehre, die man im BG bekommt, gewünscht. Aber gerne auch nochmal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und wie man dieses ganze Lore-technisch oder so, ja, Feeling-technisch verkaufen möchte von Blizzard. Sie sagen, naja, sie stellen sich das so ein bisschen so wie Militärtraining vor, wo man ja dann auch, keine Ahnung, beim Militär irgendwie mal irgendwelche Übungen gegen die eigenen Leute macht, um gewisse Szenarien zu testen und so weiter. Genau, und deswegen, ja, werden irgendwie so Masken und Tabards irgendwie bekommen dann die einen, damit das irgendwie so ein bisschen so aussieht, als ob man irgendwie ja, also damit es nicht so Horde gegen Horde aussieht oder Ally gegen Ally, bekommt irgendwie eine Seite immer irgendwelche komischen Tabards. Keine Ahnung, ich habe das auch noch nicht gesehen. Ich habe eben gerade schon mal für ein BG angemeldet, aber ich hatte leider noch nicht das Glück, in ein Same-Faction-BG reinzukommen. Ich denke, als Ally ist es auch, wie gesagt, etwas schwieriger, was ja eigentlich auch gut ist, ja. Genau, und noch wichtig, im AV wird dieses System nicht aktiviert, weil man das einfach im AV nicht hinbekommen hat oder noch nicht hinbekommen hat, da eine gute Lösung zu finden, dass das nicht so komisch, total weird ist irgendwie, wenn man im AV dann gegen 40 Hordler als Horde spielt und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, im AV gibt es die Funktion noch nicht. Deswegen vermutet man, dass das AV in den nächsten Tagen erstmal relativ tot sein wird. Genau, die werden sich quasi die Ergebnisse anschauen und dann quasi einfach schauen, ob sie das quasi, ja, für immer in Burning Crusade Classic beibehalten oder ob das quasi wieder geändert wird. Und ob das in den Classic Error Servern ist, keine Ahnung. Habe ich mich auch ehrlich gesagt seit dem Launch von TBC nicht mal eingeloggt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, das war die News für heute. Jetzt mache ich hier gerade nochmal Momentchen. So, spielen wir hier nochmal einen kleinen. Ihr seht hier schon, ich habe hier vorhin für ein BG angemeldet und 40 Eye of the Storm offen. Ist quasi auch gerade Auge-Weekend, also die Leute gehen richtig steil, was BGs angeht. Ja, Leute, nochmal eine kleine Meinung zu der Änderung von mir. Ich denke, das interessiert auch immer viele. Ich finde den Change sicherlich fragwürdig. Auf der einen Seite, ich habe mir auch schon, ihr seht hier gerade, hier habe ich mal direkt geschaut, ah nee, ich bin tatsächlich gegen eine Horde-Gruppe reingekommen. Es wird schon komisch sein, ja, wenn man dann gegen ein Ally-Team reinkommt, als Ally. Ich vermute aber, man wird sich relativ schnell dran gewöhnen. Ich meine, in der Arena kommt man ja auch gegen die eigene Fraktion rein. Von daher habe ich mich eigentlich immer schon mal so ein bisschen auch gewundert, warum man das MBG eigentlich auch nicht gemacht hat. Ich glaube, es ist ein notwendiger Change wahrscheinlich, der vielen Leuten nicht gefallen wird.
Ich finde ihn auch nicht perfekt. Aber ich als Ali kann auch sagen, mein Gott, ich habe es irgendwie lieber, wenn einfach die Leute dadurch wieder aktiver im PvP werden, aktiver in der Arena werden. Und ja, ich kann damit leben. Ich finde es okay. Ja. Man muss mal gucken, wie sich das natürlich auf die Server-Bevölkerung auswirken wird. Ob dann jetzt irgendwie noch mehr Leute Horde gehen oder Leute, die vielleicht Allianz rerollt haben, wieder zurück zur Horde gehen. Keine Ahnung. Das kann man nicht vermeiden. Ich persönlich war immer Ali, weil ich es auch irgendwie cool fand, dass man in der Open World mehr Horde-Gegner hatte. Das bedeutet natürlich auch, dass so World-Bosse wie Kazakh oder Doomrock und so weiter natürlich auch immer von der Horde gelegt werden. Auf den meisten Servern zumindest. Aber das war für mich irgendwie immer kein Problem. Keine Ahnung. Ich fand das eigentlich immer cool, in der Underdog-Fraktion zu sein. Und ich werde auch Ali bleiben, ja. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute da draußen, die einfach Allianz spielen wollen, weil sie einfach Bock auf die Allianz haben, unabhängig von allen anderen Dingen. Und deswegen der Appell an der Stelle, Leute, nehmt es euch nicht so sehr zu Herzen irgendwie. Blizzard versucht hier einfach eine Möglichkeit den Leuten zu geben, dass irgendwie auch die Leute ihre Ehre farmen können. Ich denke, die Hordler haben da echt Probleme gehabt. Und mein Gott, da geht irgendwie die Welt nicht unter. Wir können alle besser Ehre farmen. Die Hordler kommen ordentlich ins BG rein. Die Allies verlieren vielleicht auch nicht jedes BG, weil sie dann gegen die eigenen schlechten Ally-Gruppen im BG reinkommen. Keine Ahnung. Ja, Leute, ich bin gespannt auf euer Feedback natürlich in den Kommentaren. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Change. Ich denke, das wird für sehr viel Diskussionsstoff sorgen in den nächsten Tagen. Ich bin gespannt, Leute, und das waren die News. Bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao.